Kick mal, Hermann. Ein Rocker. Das ist kein Rocker, Trutchen, das ist ein Punker. Woran siehst du denn das? Na, eine Frisur. Eine kleine dicke Kugel hinten dran. Ach, die mit der Sicherheitsnadel. Genau. Also du meinst, das ist kein Rocker? Wenn ich dir doch sage, Trutchen, Rocker am Motorrad. Wake up this morning with the dreams still on my side. A swarm of pigeons in the first blue light. When the day lightens up over a thousand streets, you can feel that your heart is a living being. Motorstopp! Oh oh, ein Mensch! Was ist los? Wie kommen du rein? Ich wohne hier, wenn sie nichts dagegen haben. Ev bulmak çok zor Almanya'da abi. Çöp tenekelerini artık kiraya veriyorlar be. Aha, demek bu yüzden çöpler caddede yayılı. Almanlar şaşırmışlar yahut öyle. Was ist los? In Mülltonne wohnen ist da verboten. Das ist das deutsche Gesetz. Das ist doch keine Mülltonne. Das sieht ein Blinder. Was ist das denn, wenn keine Mülltonne, hä? Das ist eine Wohnung, Mann. Eine ganz reguläre Einzimmerwohnung. Sehr komisch. Wie sollen wir wissen? Bitte schön. Na hier, an meinen kleinen grünen Kaktus. Chöp mi, deil mi? Ja. Soru işte bu. Hey, Sie haben vergessen, Ihren Müll mitzunehmen. Wallah, ich glaubte, das ist die Wohnung. Das ist meine Wohnung. Aber hier, das ist ja wahre Müll. Bist du da sicher? Keine Wohnung drin? Keiner weiß. Vielleicht Plastiktüte hat Untermiete. Sieht doch jeder, dass das eine ganz reguläre Mülltüte ist, oder? Halt doch nicht wegwerfen. Hey, Leute! Schnell, ich will hier weg. Tu doch mal. Was macht ihr denn hier? Ein kleines Frühstück einnehmen, musste sein. Mal kicken, ob die Anlage noch geht. Nur, das ist mein Magen. Wenn ich das richtig übersetze, heißt das so viel wie Hunger. Genau. Und wenn man Hunger hat, muss man was spachteln gehen. Logo.
Die Fahrscheine, bitte. Sag mal, hörst du nicht? Den Fahrschein. Verdammter Bengel, dich erwisch ich noch mal! Wir haben schon auf dich gewartet. Na, ich hatte die Müllabfuhr am Hals. Hier, kennst du das Geräusch? Ja, ey. Auf, Alter! Frühstücken! Was denn? Haben Sie mal eine Mark? Geht lieber arbeiten, anstatt hier rumzulungern. Komm, Hasso, bei Fuß. Was ist mit Ihnen? Können Sie uns nicht mal eine Mark pumpen? Nur bis morgen. Manfred 170. Meine schöne Ente, wenn ich den erwische. Moin. Moin. Man bestimmt ein paar Gewaltchaoten. Weitermachen, haben Sie bald die 10.000 voll und damit Ihre heiß ersehnte Medaille. Allerdings, was das Punkwesen in unserer Stadt betrifft, ist das Problem nur ungenügend gelöst. Ganz Berlin ist inzwischen Punk der Freischulze. Ganz Berlin, bis auf Ihren Bezirk. Hier, aus dieser Gegend und besonders von Bolle sind wieder Beschwerden gekommen. Halten Sie also Ihr Auge offen. Sonst sehe ich doch noch schwarz für Ihre Medaille. Jawohl, Chef.
bin schon unterwegs. Hey Leute, ich hab die Idee. Habt ihr schon mal was von Rabatt gehört? Ja, alle machen das auch. Hey Alte, hast du mal 99 Pfennig? Hm? 99 Pfennig? Ja, nur 99 Pfennig. Ihr wollt doch sonst immer eine Mark, oder? Ist das Sonderangebot der Woche. Nur heute noch. Sie sparen ganzen Pfennig pro Mark. Echter Aktionspreis. 60, 70, 90. Ich hab's nicht klein. Könnt ihr rausgeben? Mist, Eva, ich hab kein Wechselgeld. Naja, der eine Pfennig. Drück ich mal ein Auge zu. Sagen Sie mal, Herr Schulze, Sie sind doch immer so gut informiert. Kennen Sie nicht zufällig eine Putzhilfe für mich? Also jemand, der für Sie sauber macht? Da werde ich mich mal umhören. Putzhilfe für Frau Neumann. Aber es muss jemand sein, der zuverlässig und pünktlich ist. Oh Mann, bin ich satt. Und ich auch. Hallo und hier nochmal an alle Fans und zukünftigen Hitparadenstürmer. Nicht vergessen, meldet euch massenweise zu unserem Musikfestival. Wir suchen neue Talente, Nachwuchsgruppen, nach dem Motto, heute unbekannt,
morgen ein Star. In 14 Tagen geht's los. Ja. Hey, habt ihr das gehört? Das ist die Idee. Was für eine Idee? Wir machen Musik. Wir machen bei dem Musikwettbewerb mit. Und denkt dran, Leute, es winken tolle Preise. Ja, Hammer. Wow, dann werden wir berühmt und kommen in der Hitparade. Also Leute, nicht vergessen, in 2 Wochen startet die Show. Aber wie wollen wir das noch schaffen? Wir können doch ja auch nicht richtig Gitarre spielen. Ey, ist doch kein Problem, ey. Pass auf, jeder von uns lernt einen Akkord. Dann haben wir doch schon 4. Hauptsache Power. Müssen wir aber echt noch üben, Keule. 2135 Dosen Cola. 26 Kilo Cornflakes, 3 Flaschen Sekt, 1 Salami, 20 beschädigte Tomaten. 21. Da sind sogar noch Fingerabdrücke. 22. Zusätzlich 1 unfallbeschädigtes Einkaufsfahrzeug. Der war noch ganz neu. Können Sie die Täter beschreiben? Das ist doch glatt der Fahrerflucht. Gesichter kann ich mal an sich nicht so merken, aber der Edel hat hier so eine kleine Kugel am Bein. Kleine Kugel am Bein. So etwa? Genau, das hat immer so gescheppert. Ist ja fast geschenkt. Wie sollen wir denn da rankommen? Was wir brauchen, ist Knete, wa? Oh, okay, Udo persönlich. Stell dir mal vor, wie wir in Ostern berühmt. Dann würde ich mir das Teil da kaufen. Und ich das da. Sag mal, Udo-Keule, kannst du uns nicht mal deine Gitarren leihen? Sorry, Kollegen, tut mir leid. Das ist irgendwie total nicht mein Stil. Muss ich echt ganz locker und obercool jetzt sagen. Aber wie sollen wir an Instrumente rankommen, Alter? Müsst ihr ein bisschen mal lochen gehen, so wie ich damals, hm? Ja, und wo war das? Wenn ihr mich so direkt fragt, bei so einer älteren Dame, soviel ich weiß, sucht die gerade nach einer schlagkräftigen Waschkrafttruppe. Jetzt die Vase! Und nun den Schrank! Thank you.
Die Fenster weit aufmachen, wa? Dann trocknet es von ganz alleine. Frau Neuermann, alles in Ordnung? Ja. Ich hab ne Putzhilfe für Sie. Hat sich erledigt. Dankeschön. Keine Bakterien mehr über. Voller Knockout. Macht 100 Mark. Meine Wohnung. Das glänzt ja alles. Was ist hier passiert? Na, was habt ihr verdient? 5 Mark. Was? So wenig Knete für die ganze Putzerei? Du brauchst einen anständigen Job. Was Solides. Hier, Gabelstaplerfahrer gesucht. Oder Regale sortieren bei Bolle. Mach doch einen Banküberfall. Ziehst einen Hut tief ins Gesicht, Kragen hoch und verlangst an der Kasse kleine Scheine. Aber nicht nummeriert, ist wichtig. Ach, so ein Quatsch. Ihr kickt viel zu viele Fernsehen. Apropos Fernsehen. Schluss mit dem alten Mülltonnenfraß. Jetzt gibt es zum Selbermachen die neue Backmischung für alle Nagetiere von Dr. Friss und Stirn. Ihre lieben kleinen Rattenkinder werden es Ihnen danken. Die neuesten Meldungen. An der Demonstration gegen die Versuchslabore in aller Welt nahmen gestern 20.000 Ratten teil. Bis auf einige Kanalratten verhielten sich die Teilnehmer friedlich. Soeben hat uns doch eine traurige Nachricht erreicht. Im Persischen Golf ist ein Supertanker untergegangen. 15 Ratten verließen nicht rechtzeitig das sinkende Schiff. Das Wetter. Fahrschein.
Junge. Wo habe ich den bloß? In der linke Tasche ist er nicht, in der rechte Tasche ist er nicht. Die Nummer kenne ich schon. Du willst uns wohl für dumm verkaufen. Tempo, Tempo! Etwas Beeilung, bitte. Nanu, ein Fahrschein? Ein gültiger? Der ist echt. Lass ihn. Echt? Keule, der ist wirklich echt. Tatsache. Wahnsinn! Wie sieht denn der aus? Kiek mal. Auf der Rückseite steht auch was. Dieser Schein gilt zur Beförderung von Personen und gilt 2 Stunden nach Fahrtantritt. Sag mal, wo hast denn das Ding her? Sag bloß, von unseren hart verdienten Putzgeld gekauft. Ach Quatsch, den habe ich geschenkt gekriegt. Von wem? Ich habe in der U-Bahn so eine heiße Braut getroffen und irgendwie stand die auf mich. Echt jetzt vor. Was denn? Und der schrillige Schuss verschenkt Fahrscheine? Na, wenn du mir das nicht glaubst, hier sind die 5 Mark. Na, viel können wir damit auch nicht machen, wa? Gibt immerhin eine Getanseite, wa? Also, wenn du mich fragst, mit ehrlicher Arbeit verdienst du keine Kohle. Na, und was schlägst du also vor? Wir müssen das mit anderen Mitteln versuchen. Genau! Knallhart, Keule. Wenn alles getan ist und ein harter Tag im Sattel hinter dir liegt, dann ist es Zeit für den Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Kinderüberraschung sein. Die Punk Production Schauti Präsenz. Ich muss dringend mal aufs Klo. Ich hab nämlich soeben Seppels Großmutter verspeist. Und wisst ihr warum? Und weil sie mir ihre Brille nicht geben wollte, habe ich sie gefressen. Mit Haut und Haar. Gemeinheit! Seppel, Kasperle, wo seid ihr? Zu Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Gib sofort die Großmutter wieder her! Los! Rück sie wieder raus! Nicht so doll, Kinder! Tut doch weh! Aua! Alibaba, hilf mir! Alibaba? Ich komme! Ah, ihr Schurken! Gretel, wo bist du? Gretel? Hol den Ladenmeister, schnell! Aha, da ist ja der Übeltäter. Ich muss ihn verhaften. Wieso? Es ist verboten, fremde Großmütter im Parkverbot zu fressen. Aua! Außerdem, die Brille kenne ich doch. Meine! Jetzt reicht's mir aber! Feuer frei! Wo sind die Handgranaten, Gernig? Hier! Ich hab noch ein paar! Ich glaube, das gibt Ärger.
Lass uns verduften! Fünfer. Wenn wir so weitermachen, landen wir noch im Punker-Genesungsheim. Wieso? War doch ein voller Erfolg, die Nummer. Ja? Können wir uns doch ja nicht leisten, pro Vorstellung die ganze Bühne abzufackeln, Keule. Baby, baby, I feel alright. Baby, baby, I feel alright. Let me be a punky. Leiser rumhämmern, wir wollen in Ruhe Glotze kicken. Bin gleich fertig. Was soll ein Detmar werden? Ist das für den Fahrschein von deiner Love Story? Meine Fahrkarten habe ich nie gerahmt. Ich hat's ja mächtig erwischt. Oi, 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 oi. Ich hab sogar einen Song geschrieben. I saw you in the U-Bahn. I was driving black. Mach lieber wieder Fernsehen an. Wenn du mich fragst, ich würde das ja alles ein bisschen cooler sehen. Wieso denn? Na, überleg doch mal. Wegen ein Fahrschein. Wenn sie dir eine ganze Monatskarte gegeben hätte. Aber so, lass ihn doch. Ja. Im Teltokanal, da hatte ich mal eine kleine schnucklige Rettin. Oh, war die süß. Deshalb schenken Sie uns Ihre Stimme, liebe Wähler und Wählerinnen. Schenken Sie uns Ihre Stimme. Die wollen doch nur die 5 Mark pro Stimme haben. Nein, Moment. Dass die immer alle geschenkt haben wollen. Was für 5 Mark? Na, die 5 Mark! Für die Parteien. Für jede Stimme gibt's Bargeld. Echt? Bargeld? Bargeld! Hallo, Keule! Amadeus! Hey, Pinke! Hey Leute, wir gründen eine Partei! Warte, wieso? Redemann, eine Partei! Ich denke, wir wollen eine Punkband machen! Dann kriegen wir für jede Stimme 5 Mark! Ey Mann, da können wir uns ja immer selber wählen! Macht schon 20 Mark! Durch 5 Mark macht genau 120 Wähler. Und für das Schlagzeug da? Genau 200 Stimmen. Und die Gitarre da? Warte. Exakt 123,5. Also Udo wie Udo. Dora, Otto. Schulze, kommen Sie rein! Schulze! Chef, wie sehen Sie denn aus? Der Bürgermeister hat mich wegen der gestrigen Katastrophe zur Sau gemacht. Chef. Und jetzt mache ich Sie zur Sau. Jawohl, Chef. Chef, ich habe da ein kleines Phantombild angefertigt. Könnte eine heiße Spur sein. Was ist das? Eine Bombe, schätze ich. Nehme ich jedenfalls mal stark an. Mensch, Schulze. Dann machen Sie mal hoppla, dass Sie ihn schleunigst finden. Hey Keule, wo gibt's denn hier einen Vorschuss? Wir sind die kleine Punkerpartei. Der harte Kern. Kleine Punkerpartei? Nie gehört. Nie gehört? Gibt's doch nicht. Wir werden massenhaft gewählt. Also, was wir brauchen, ist Kohle.
Das ist nicht so einfach, wie ihr euch das denkt. Wieso nicht? Erstens braucht ihr eine Genehmigung vom Landeswahlleiter. Ach, kein Scheiß. Zweitens habt ihr wahrscheinlich nicht mal ein ordentliches Programm dabei. Fernsehprogramm? Ein Parteiprogramm. Können Sie haben, wa? Und drittens ist sowieso gleich Feierabend. Moment, Moment, Moment. Wir machen schnell noch eins, ja? Und was soll man da so rinschreiben? Das Volk soll es Dufte haben. Super. Ja. Wer ist dafür? Ich sehe keine Gegenstimme. Damit ist das Parteiprogramm einstimmig angenommen. Juhu! Hey, Pförtnerkeule, mach den Vorschuss klar. Feierabend. Wenn ihr eine Partei gründen wollt, kommt morgen wieder. Also eine Punkerpartei gründen. Ja! Ja! Ruhe im Saal! Wer ist denn hier der Chef? Icke! Ja! Wenn ich euch so ankicke, meine Herren. Und dann? Mit dem Aufzug? Auf das Innere kommt es an, Herr Wahlmeister. Jetzt sagen Sie alle. Und nun mal im Ernst. Wie heißt eigentlich das Wappentier von Berlin? Bär! Löwe! Eisbär! Nee. Gummibärchen! Teddy! Schäferhund! Kennen Sie überhaupt das Grundgesetz? Logo! Wie heißt der jetzige Bürgermeister unserer Stadt? Wie heißt denn der? Kennedy! Ich bin in Berlin! Sind Sie wahlmündig? Wie alt sind Sie denn? 52! Alle zusammen, wa? Ja, was ist, Keule? Können wir jetzt endlich den Vorschuss haben? Meine Herren Antragsteller, für so etwas ist keine Staatskette da. Beschluss? Beisitzerin, notieren Sie. Der Antrag ist abgelehnt. Kosten gehen zu Lasten der Antragsteller. Nicht behilflich sein? Ey, klar, Mann. Ich suche eine Gitarre. Eine Gitarre? Welche Richtung denn? Diese Richtung.
Ja, geht. Nee, die andere. Nicht die da. Ja. Nee, weiter nach links. Genau die. Oh, nicht schlecht. Hat die auch einen eingebauten Verzerrer? Ganz gut. Aber ich glaube, ich brauche mir was zum Rindpusten. Hm. Na, was für meine Lunge. Für die Lunge? Die Tüte da oben gefällt mir. Können Sie die mal runterholen? Na komm schon. Der Sound ist okay. Nur der Geschmack stört mich. Habt ihr nicht was mit Waldmeister-Geschmack oder so? Nein, verdammt nochmal, weder Waldmeister noch Himbeer und auch keine Vanille! Ich glaube, ich bin im 9. Monat. Ein Riesenbaby. Ich bin ja so schwanger. War natürlich keine Absicht. Tun Sie doch was! Ich muss in ein Krankenhaus. Nicht nötig. Ich kenne Lüneke. Was? Lüneke. Das gibt's ja nicht. Schulze, kommen. Ja, Schulze. Schulze, Punk-Überfall im Musikgeschäft. Gucken Sie mal, was da los ist. Was soll der Kraft, verdammt nochmal? Ich hol die Polizei! Jetzt ist das Baby aufgewacht. Ruhe da oben! Und jetzt sichern Sie das immer, bitte! Ruhe da oben! Ruhe da oben! Was soll der Lärm da? Was soll der Kraft? Hallo Polizei, eine Unverschämtheit ist das hier. Die Punker machen hier Chaotenmusik. Jawohl, Punker. Schicken Sie doch mal Ihren Herrn Schulze vorbei. Können Sie eine genaue Täterbeschreibung abgeben? Ja, so eine kleine punkige Type mit einer Kugel am Bein. Mit der Bombe am Bein? Ja, der war's. Das hier. Ein Bekennerbrief. Alle nur ausgeliehen? Schulze! Moment, Chef. Punks sind im Hinterhof gesichtet worden. Hier, machen Chef. Terror. Beeilen Sie sich. Was? Wo soll man jetzt üben? Nicht verzagen, Raffke fragen. Ich wüsste da ein schattiges Plätzchen. Alle einzeln rauskommen. Chef, ich hab die Tonne gefunden. Geh nach zu Hause. Okay, Schulze. Dann rein in die Tonne und den Feind abgreifen.
Jawohl, Chef. Chef, ich höre was. Den Berliner Beamten im Müll zu versenken. Motor, stopp! Oh, oh, ein Polizist! Was haben wir denn da? Hallo! Hallo! Was dreiner Front hier unten? Echter Gulli-Sound. Bloß ein bisschen feucht an der Wände. Direkt mal kontrollieren. Schulze, ich schicke Verstärkung.
Amadeus! Ein Paket ist gekommen. Hallo? Ist da niemand? Ein Paket! Amadeus, wo bist du? Können wir Sie hinaus? Ja, gerade beschäftigt. Im Untergrund. Könntet ihr nicht so freundlich sein, ihm diese Benachrichtigung hier zu geben? Steht alles drauf, wann und wo er sich das Paket abholen kann. Aber heute nicht vor 16 Uhr. Ist denn das nötig, der ganze Bürokram und so? Der hat bestimmt keinen Ausweis. Am besten geben Sie uns das Päckchen. Wir halten gemeinsam unser wachsames Auge drauf. Bitte wiederkommen. Großes Ratten-Ehrenwort. Das Paket darf nur persönlich ausgeliefert werden. Aber Herr Oberpaketmeister, ist es ein Wertpaket? Nee. Ist es ein Einschreiben? Auch nicht. Also können Sie uns das ruhig anvertrauen. Außerdem, wie ich die Sache einschätze, ist bestimmt verderbliche Ware drin. Na, was ist jetzt? An sich verstößt das gegen die Dienstvorschrift. Laut Dienstvorschrift darf ich das Paket höchstens an Verwandte übergeben. Wenn das so ist, sind wir doch. Oder? Ja! Ich schlafe aber, dass wir uns die stahlharten Herzen nennen. Klingt zu sehr nach Heavy Metal. Wie wär's mit Rolling Punks? Am besten wär was mit ohne Hoffnung und so. Die Abgesackten oder die Versumpften. Wir können ja auch was Fröhliches machen. Zum Beispiel die netten Jungs von nebenan. Oh, nee. Ja, und seine Freunde. Da kommt kein Schwein, wenn wir so heißen, ey. Du musst die Leute anfetzen, Alter. Zum Beispiel Brüder der Hölle. Oder Kamikaze-Kids. Irgendwas Brutales. Ich hab's. Die netten, versumpften Jungs aus der Hölle. Ein Moment Aufmerksamkeit, bitte. Silenzium. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle danken Raffke und seinen Freunden für ihre überraschende und herzliche Einladung. Ja, es war ein oberoffen geiler Fraß mit äußerst schmackhafter Sättigungsbeilage. Auf unseren edlen Spender ein dreifaches Hip-Hip. Hurra! Hey, Alter, peil dich wieder ein. Ihr Paketkiller, jetzt übertreibst du aber. Hör mal, wir wollten dir gerade eine Einladung schicken. Ihr Schweine, habt mein ganzes Paket aufgefressen. Ich bring euch alle um. Puss dich, Blend, Kleiner. Das Brot war sowieso schon ein bisschen hart. Und das hier? Schokolade. Die war schon geschmolzen. Hättest du keine Freude mehr dran gehabt. Und der Nusskuchen? War der hochgeschmolzen? Der war ganz gefährlich. Da war der grüne Schimmelpelz drauf. Keine Bewegung. Hände hoch. Schulze, zuerst die Bombe entschärfen. Was denn für eine Bombe? Panzer, Marsch! Das ist wie eine Kugel. Keine Bewegung. Hallo Hübi. Du wirst jetzt nicht glauben, wo ich gelandet bin. Im Schwarzwald. Das kam nämlich so. Erstmal waren alle Heime voll und dann war das Gericht der Meinung, dass das besser wäre für mich auf dem Land. Meine
Aroma und die gute Luft und so. Ich hoffe, dass es dir gefällt bei uns im Ländle. Wo gefällt? Hier bei uns im Schwabenland. Schnee, es ist schön hier. Was? Schnee liegt hier? Ich sehe keinen, ist doch Sommer. Schön ist es hier. Berge, die Bäume, die Natur. Nicht so wie in Berlin. Stimmt. Alles schön grün hier. Hat so grün wie deine Haare. Meine was? Wie deine Haare. Deine grüne Burschenfrisur. Oh Mann, ist das eine Sprache. Ist ja völlig abgefahren, ey. Ich frag mal, was ich weiß. Da wäre mir. Das ist jetzt dein neues Daheim. Das sieht ja aus wie bei Professor Brinkmann, ey. Was war denn das? Ja, das ist meine Kuh im Stall. Kennst du das nicht? Meinst du die Dinger mit den Hörnern dran? Und was war das für ein Geräusch? Ja, das ist der Gerd und die Helga. Meine zwei Säue. Du hast ja echt eine Menge Tierarten drauf. Gratulation zur Festnahme, Schulze. Oh, Kleinigkeit. Die Bombe war übrigens eine ganz normale Eisenkugel. Glatte Irreführung der Behörden. Ihre Medaille ist wieder in greifbare Nähe gerückt. Oh. Allerdings, der Taubenzüchterverein hat sich wieder über sie beschwert. Hallo Hübi, altes Haus. Ständig sagte, grüß Gott und Sodele und Jetzitle. Was mir YouTube anhat, war Heiligs Blechle. Bedeutet sowas ähnliches wie Heiliges Blech. Ist so ein geiler Name für meine Tonne, findest du nicht? Aber eins muss ich dir noch vorführen. Hör mal. War mir ein Bauernbett. Wow! Zum Glück gibt's ja hier keine Müllabfuhr, die man morgens aus dem Bett schmeißt, wa? Also dann, schlaf gut. Ah, noch was. Vergiss bitte nicht, mir einen Kaktus zu gießen, ja? Guten Morgen, Amadeus. Morgen. Es ist Zeit zum Aufstehen. Hast du gut geschlafen? Ist ja noch mitten in der Nacht, ey. So, da nimmst du den Hocker, hockst dich drauf, so oderle. Und packst das Euter mit beiden Händen. So. Meinst du die vier Würstchen, die da unten dranhängen? Ah ja, dort hier dran. Stripp, strapp, strull. Bald ist der Eimer voll. Sag mal, ist das nicht ein bisschen zu intim? Ah, die kühlen's gern. Hallo Leute, ich hab heute meine erste Kuh gemolken. Aber die Milch hat mal zu sehr nach Kuhstall geschmeckt. Deshalb habe ich mir frische Milch im Supermarkt gekauft. Amadeus, es ist eins. Mittagessen ist fertig. Komm gleich. Ja, sag mal, was hast du da für ein Apparätle? Das ist ein Walkman. Ein Walkman? Hier, kannst du mal was drin sprechen. Ein paar Grüße an meine Kumpel. Und das funktioniert? Na logo. Also, einen schönen Gruß an alle Punker. Viel Gesundheit und immer auf dem rechten Weg bleiben. Ade. Also, einen schönen Gruß an alle Punker, viel Gesundheit und immer auf dem rechten Weg bleiben. Ade, guck, guck. Hey, hey, wir sind angenommen. Mensch, ey, wir können mitmachen. Was? Wo? Wie? Unsere Band, hier steht's. Liebe nette, versumpfte Jungs, wir möchten euch mitteilen, dass ihr an unserem Rockfestival teilnehmen könnt. Heiligs Blechle! Mann, das ist ja schon morgen! Ich möchte gerne Sparbüchle anlegen. Ja, aber sie haben doch schon eins. Nicht für mich, für mein Enkelbuhr aus Berlin. Aber ich will ja kein Konto, ich will lieber Bargeld. Das hat doch keinen Wert. Du musst dein Taschengeld anlegen und sparen, damit es Zinsen trägt. Was soll ich denn mit Zinsen? Haben Sie so eben schon mal gehört, Herr Halblitzel? Jetzt schau mal. Wenn du jeden Monat ein Jahr lang das Geld auf Zeit tust, gibt es 2,5%. Und wenn du nur einen Bausparvertrag machst,
brauchst du dir nach 30 Jahren ein Häusle bauen? Im Alter ein kleines Häusle. Das ist doch am jeden sein Stolz. Was soll ich mit dem Häusle, wenn ich keine Kumpel hab? Ha, jetzt lege mal erst mal ein Sparbüchle an. Na, und dann kommen Freunde von ganz allein. Hallo, Keule! Hey, Bübi! Altes Haus, wo hast du die scharfen Klamotten her? Auf, Alter, jede Minute ist Knete. Mann, ey, wir müssen dringend nach Berlin. Die netten, versumpften Jungs rufen nach dir. Amadeus, da bleib! Ich glaube, Häusle baue ich mir lieber später. Hier stinkt's ja ganz schön nach Kuhstall, Alter. Ich glaube, das bin ich. Du brauchst erstmal einen Vollwaschgang. Schulze? Chef. Herzlichen Glückwunsch, Schulze. Von allen Kollegen sind Sie auserwählt worden, unser Undercover-Agent zu werden. Ich, Chef? Wir werden Sie in die Punker-Szene einschleusen. Was? Das ist unsere einzige Chance, den Sumpf trocken zu legen. Aber der Punker werden wir doch erkennen. Keine Angst, Schulze. Wir werden Sie perfekt tarnen. Bis ins letzte Detail. Ich bin Polizeibeamter und schnüffel durch Berlin. Ich spür nach den Punkern, die haben Bomben und Benzin. Die halten sich für clever, doch einmal schnapp ich sie. Dann ist vorbei mit Chaos und mit der Anarchie. Ich bin dein Freund und Helfer, doch Ordnung muss echt sein. Pünktlichkeit und Sauberkeit, sonst gehen wir alle ein. Ich hab ne schicke Mütze und ne dufte Uniform. Bescheißt mich eine Traube, dann nehm ich's aufs Korn. Krieg ich mal einen Rüffel, mach mich mein Chef zur Sau, setz ich mal auf der Schüssel und auch mal grün und blau. Hab ich dann 5 Promille, mach mir den Janisch Mann, dann setz ich meinen Wagen und mach den Blaulicht. Hier kannst du dir wieder frisch machen, Alter. Hallo. Oh, hallo, aufwachen. Volle Fernsehfieber. Hier, die ist frei. Klamotten drin, Tür dicht und anwerfen. Na los, Schulze. Chef, ich soll... So geht das nicht. Bisschen punkiger das Ganze. Jawohl, Chef. Bist wohl neu hier, ne? Hallo? Haben Sie zufällig mal ein Markstück von mir? Ich will lieber arbeiten, fauler Sack.
Mehr Power, Schulze. Jawohl, Chef. Hey, Alte, reich doch mal den Mark rüber. Fände ich echt geil. Herr Schulze? Okay, then would you please welcome the one and only newcomer punk band, the nice, the big guys from hell, the netten, verdummten Jungs aus der Hölle! Das sind wir ja! Hey, wir müssen los, das Konzert hat angefangen! Los, Jacke an und raus! Do you feel alright? Yeah! Da machen wir eben weiter mit The Udo, der wahre Udo mit Hang On! Udo, Hutlos, heißt der Rocker, fuhr mit dem Zug nach Pankow hin, verliebte sich ganz außer verplanmäßig in eine kleine Punkerin. Sie lud ihn ein auf eine Demo und hinterher in der Chaotenbahn schlürften beide noch einen Molotow-Cocktail, dann war sie plötzlich nicht mehr da. Sonderzug zur Punkerin, sie ging mir nicht mehr auf den Kiel. Ich würde sie total gern wiedersehen, meine kleine Punkerin. Das ist ja Mähnekugel. Wo hast denn die her? Hab ich, du, die hab ich gefunden, Alter. Echt, ey. Gefunden? Wo denn? Im Kugellager. Warte mal. Voll gut, ich hab hier eine Bombe wieder. Schulze, worauf warten Sie noch? Hey, Keule, komm mit! Geiles Konzert, ey! Fahrscheine ganz besonders. Hören Sie mal, Frau Controlletti. Wir müssen dringend zum Auftritt. Also schwarz unterwegs. Hören Sie, wir kommen im Radio. Na, wo haben wir denn unser Fahrscheinchen? So Typen wie den kenne ich. Sag doch gleich, dass du keinen dabei hast. Halt! Hier geblieben! Hübsch hier geblieben, Dickerchen. Hör mal gut zu, ja? Ich bin Beamter der Berliner Polizei. Das sagen sie alle. Ich bin getarnter Polizist. Als Punker. Was sind wir als Punker getarnt? Ich bin Nina Hagen. Wollt ihr vielleicht meine Dienstmarke sehen? So. Wo ist sie denn bloß? Ja, wo ist sie denn? Wo hab ich sie denn? Und da sind sie endlich. Die netten, verdummten Jungs aus der Hölle. Das ist gestohlene Ware! Au! Geliehene Ware! Was sollen wir denn machen, ey, ohne Instrumente? Keule! Hat jemand zufällig eine Gitarre dabei? Schlagzeug wäre auch nicht schlecht. Sekunde, Leute! Sind gleich wieder da! Muss doch irgendwas aufzutreiben sein. Wo hab ich denn bloß meine Dienstmarke, verdammt nochmal? In der linken Tasche ist sie nicht. In der rechten Tasche ist sie auch nicht. Bin ja gespannt, was unser Oberwachtmeister zu bieten hat. Hier, hier ist sie. Bitte schön. Hä? Thank you.
Werkzeuge sind geklaut. Sehe, hier ist ein Zettel, wa? Sind nur vorübergehend ausgeliehen. Typisch Schwarzarbeiter. Kein Punker, Trutchen, das ist ein Bulle. Woran siehst du denn das? Na, an der Frisur und die kleine Medaille hinten dran.